Ich werde oft gefragt, was ich glaube, was das Starship kann. Es gibt Menschen, die sagen, Glauben kann einen auch in den Himmel bringen. Bei Starship reicht ein bisschen Ahnung von Physik, um zu wissen, dass es uns deutlich weiter als bis zum Himmel bringen kann. Kurz und knapp, ja, das, was wir aktuell über das Starship wissen, erlaubt den Schluss, dass es ziemlich viel Zeug zum Saturn bringen kann. Und auch die NASA beginnt gerade komplett umzudenken, was das Missionsdesign angeht, weil das Starship einfach alles ändert. Ziemlich viel Masse an einem Stück in den Orbit und wenn gewünscht auch deutlich weiter. Und das für relativ wenig Geld. Wir klären heute, wie du jedem Schwätzer da draußen sagen kannst, wo das Starship realistisch hinfliegen kann. Und warum bei der NASA jetzt ein komplettes Umdenken durch das Starship begonnen hat und was das für dramatische Verbesserungen für die Erforschung des Sonnensystems bringen wird. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren, denn hier bekommst du ja jede Woche neuen Input zum Thema Raumfahrt. Aber zum Thema der heutigen Folge. Kurz und knapp, in der Raumfahrt ist Delta V ein Maß für die Fähigkeit eines Raumfahrzeuges, Manöver auszuführen. Grundsätzlich ist das Delta V nur aus der Physik entliehen. Ein Delta, das gibt die Differenz zwischen zwei Werten an. Das kann Temperatur, Strecke oder eben auch Geschwindigkeit sein, also V. Es geht also darum, Geschwindigkeit zu ändern. Und dabei ist die Richtung, in der wir die Geschwindigkeit ändern wollen, eigentlich egal. Im Weltraum habe ich nämlich keinen Boden, an dem ich mich durch Bremsen oder Lenken festhalten kann, um eine Vorwärtsbewegung zu stoppen oder eben abzulenken. Für all das muss ich im Weltall Masse ausstoßen, damit ich das Raumschiff als Gegenkraft in die gewünschte Richtung stupsen kann. Leider ist Treibstoff und damit das Potenzial, die Geschwindigkeit zu ändern, also das Delta V, aus technischen Gründen sehr begrenzt. Aber so kann man schnell mit Delta V-Werten abschätzen, ob bestimmte Missionen, egal ob im Erdorbit, interplanetar oder vielleicht sogar interstellar, mit einem Raumschiff möglich sind. Oder ich weiß als Entwickler, was das Ziel einer Raumschiffentwicklung sein muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In dem sehr beliebten und sehr spaßigen Spiel Kerbal Space Program, ein Spiel, für das ich tatsächlich sehr, sehr gern bezahlt Werbung machen würde, wird zu jeder Stufe oder jedem Raumschiff das Delta V angegeben. So können Raketenentwickler in dem Spiel sofort abschätzen, ob das geplante Ziel erreicht werden kann. Auch wenn man in Kerbal Space Program Manöver plant, also von einem Ort zu einem anderen möchte, wird einem angegeben, wie viel Delta V für das Manöver nötig wäre. Der ausgewählte Antrieb wiederum sagt einem, wie viel Delta V potenziell zur Verfügung steht. Aber können wir das auch berechnen? Ja, und das ist gar nicht so kompliziert. Zuerst müssen wir die Masse unseres Raumschiffs wissen und wie viel Treibstoff wir mitnehmen können. Danach, wie fähig die verbauten Triebwerke mit dem eingesetzten Treibstoff umgehen. Also im Prinzip wie im Auto. Du weißt, dein Hummer H2 verbraucht 25 Liter auf 100 Kilometer und dein Tank fast 121 Liter. Das heißt, mit einer Tankfüllung kommst du 484 Kilometer weit oder kannst grob 1000 Mal Altglas wegbringen, wozu du wahrscheinlich deinen Hammer normalerweise benutzt. Bei deinem Hammer ist das Leerwerden des Tanks nicht wirklich relevant. Schließlich wiegt das Ding ja leer schon fast 3 Tonnen. Knapp 120 Kilogramm mehr oder weniger für Treibstoff sind da jetzt auch nicht mehr so kriegsentscheidend. Für Raumschiffe, die ihren Vortrieb durch das Rauswerfen von Masse erzeugen, ist es hingegen elementar. Hier wird ja sehr direkt mit Aktion für zur Reaktion gearbeitet. Schmeiße ich also eine Tonne Treibstoff aus dem Triebwerk hinaus, macht es einen großen Unterschied, ob die Rakete, die Nutzlast und der Treibstoff eine Tonne oder 10 Tonnen wiegt. Und leider macht Treibstoff den absolut größten Anteil jeder Rakete aus. Bei der Saturn V zusammen mit dem Apollo-Raumschiff waren es ganze 93%, die Treibstoff waren. Auf der Erde würdest du wohl nicht so einfach auf die Idee kommen, aus Effizienzgründen deinen Hammer durch das Rauswerfen von Fässern antreiben zu wollen. Im All ist das aber, wie gesagt, die einzige Methode zur Fortbewegung. Aber wenn jetzt ein Großteil der Raketenmasse Treibstoff ist und wir davon große Mengen rauswerfen müssen, um uns fortzubewegen, wird das Raumschiff ja immer leichter. Das heißt, du musst eigentlich jede Sekunde neu nachrechnen, wie leicht du jetzt bist und wie viel einfacher die Triebwerke es mit der Beschleunigung haben. Und das bringt uns jetzt zurück zum Delta V. Die Werte für Treibstoffmenge, Raumschiffgewicht und wie effizient das Triebwerk mit dem Treibstoff umgeht, die werden alle im Delta V zusammen verwurstet. Warum ist das sinnvoll? Wir wollen mit unserem Raumschiff ja irgendwo hin. In der Orbitalmechanik gilt ja, solange keine andere Kraft auf uns wirkt, ist eine Änderung des Orbits nur eine Frage der Geschwindigkeitsänderung. Wenn ich zum Beispiel aus einem niedrigen Erdorbit in den geostationären Orbit möchte, mache ich das mit einem Zwischenschritt. Ich beschleunige das Raumschiff oder unseren Satelliten so sehr, dass ein hochelliptischer, eiförmiger Orbit entsteht, der dann bis zum Zielorbit reicht. In unserem Fall der etwa 36.000 Kilometer entfernte Geo. Für diesen hochelliptischen Orbit brauche ich aus dem niedrigen Erdorbit 2,5 Kilometer pro Sekunde. Wenn ich dann am höchsten Punkt dieser Bahn, dem Apogeum, beschleunige, brauche ich 1,5 Kilometer pro Sekunde, um die elliptische Bahn auf die geostationäre Kreisbahn zu vergrößern.
Diese Art des Transfers von einer Orbitalbahn zur nächsten mit elliptischer Transferbahn nennt man einen Direkttransfer oder Hohmann-Transfer. Diesen Direkttransfer kann ich auf beliebige Himmelskörper anwenden. Es gibt sogar Karten, die wie einen U-Bahn-Plan visualisieren, wie man von einem Himmelskörper zum nächsten kommt. Die sogenannten Delta-V-Karten. Diese Delta-V-Karten lesen sich tatsächlich wie ein U-Bahn-Plan. Anstatt dass ich sehe, wie viele Bitcoin mich dann eine Fahrt von A nach B kostet, steht dann, wie viel Delta-V ich von einem Punkt zum nächsten brauche. Ja, und wenn meine Route feststeht, dann addiere ich alle Delta-V-Werte zusammen und weiß dann den gesamten Delta-V-Verbrauch. Was da nicht mit berücksichtigt ist, sind Swing-Bys, Aerobraking oder schwache Triebwerke, die nicht genügend Schub haben, um am effizientesten Punkt ordentlich Geschwindigkeit in das Raumschiff zu drücken. Für schwache Triebwerke gäbe es aber den Ausweg, einfach ein paar Ehrenrunden zu drehen, um wirklich nur am effizientesten Punkt zu beschleunigen. Wenn wir uns die Delta-V-Map genauer anschauen, dann ist dem einen oder anderen Schlauberger vielleicht aufgefallen, dass man mehr Delta-V für den Leo braucht als 27.000 Kilometer pro Stunde. Also 7500 Meter pro Sekunde. Ja, und hier kommen wir zurück auf den Punkt, mit dem solange keine andere Kraft auf uns wirkt. Denn wenn wir von der Erde aus starten, müssen wir Verluste ausgleichen. Das sind sehr offensichtlich die Verluste aus dem Fahrtwind, aber auch die Gravitationsverluste, wenn wir die Rakete auf Höhe bringen. Die Höhe brauchen wir zwar, um die Orbitalgeschwindigkeit aufbauen zu können, ohne zu viel an die Atmosphäre zu verlieren. Der entscheidende Effekt ist, dass eine Rakete eine gewisse Zeit benötigt, um die Kreisbahngeschwindigkeit zu erreichen. Während dieser Zeit fällt die Rakete auf einer ballistischen Bahn nach wie vor auf den Zentralkörper zurück. Deswegen ist die notwendige Energie zum Erreichen der Kreisbahngeschwindigkeit größer als die tatsächliche Potentialdifferenz, die sich aus dem Höhenunterschied ergibt. Gravitationsverluste sind auch ein sehr spannendes Thema, besonders wenn man Raketen vergleichen möchte. Vielleicht eine Kombifolge mit Schub-Gewichtsverhältnis. Ich frage Ineas mal. Tatsächlich können wir beim Start aber auch Delta V geschenkt bekommen. Die Bilanz verringert sich durch die Erdrotation um maximal 465 Meter pro Sekunde, wenn der Start am Äquator mit einer Inklination von 0 Grad in östlicher Richtung erfolgt. Okay, ich hatte dir versprochen, dir Werkzeug an die Hand zu geben, dass du in deinem Umfeld ein bisschen klugscheißen kannst. Das Delta V, das lässt sich ziemlich einfach berechnen. Du musst nur die Effizienz deines Antriebs wissen, wie viel Masse dein Raumschiff hat und wie viel Masse dein Treibstoff hat. Kenner werden hier jetzt die Raketengrundgleichung erkennen. War auch eines meiner ersten Videos. Aber zurück zur Eingangsfrage nach der Performance des Starships. Vereinfachend vernachlässigen wir jetzt einfach mal den ganzen Startkram und dass die vollständige Wiederverwendung erstmal funktionieren muss, damit wir ein vollgetanktes Starship im Leo im niedrigen Erdorbit haben. Was alles funktionieren muss, damit das klappt, das wäre eigentlich schon ja, mindestens 5 Videos. Am besten mal in meine Starship-Technik-Playlist reinschauen. Also, wir nehmen jetzt also an, SpaceX hat mal eben mit der vollständigen Wiederverwendung den heiligen Gral der Raumfahrt erfunden und hat nach mehreren Orbitbetankungen ein vollgetanktes Starship mit 100 Tonnen Nutzlast im Orbit. Das SpaceX Starship ist noch in der Entwicklung und die Daten werden sich bestimmt ändern, aber gehen wir für unsere Rechnung mal von einem Starship-Leergewicht mal von 120 Tonnen aus. Mit der Nutzlast von 100 Tonnen wiegt das Missions-Starship, also ohne unseren Treibstoff, 220 Tonnen. Mit 1200 Tonnen Treibstoff kommen wir so auf ein Gesamtgewicht bei Missionsbeginn im Leo von 1420 Tonnen. Für den spezifischen Impuls der vakuumoptimierten Raptoren gibt Elon Musk einen Wert von 378 Sekunden an. Eingesetzt in unsere Formel für das Delta V kommen wir so auf 6,91 Kilometer pro Sekunde. Kleiner Hinweis, den Wert für ISP in Sekunden muss man noch mit der Erdbeschleunigung 9,81 multiplizieren. ISP in Sekunden, das ist eigentlich eine komische Einheit, das kommt aus dem Apollo-Programm, wo sich metrische Ingenieure mit imperialen Ingenieuren verständigen mussten. Und da jeder Ingenieur den Wert für die Erdbeschleunigung in seinem spezifischen System auswendig weiß, konnte man gut mit der Größe normieren. Aber ich schweife ab. 6,91 Kilometer pro Sekunde, das war die Lösung und das ist übrigens auch der Wert, der Elon Musk im Sommer 2019 auf Twitter bekannt gegeben hat. 6,9 Kilometer pro Sekunde Delta V, damit lässt sich schon einiges anfangen. Die NASA wird das SpaceX Starship ja bekanntlich für das Artemis-Programm als Mondlandefähre nutzen. Und tatsächlich kann ein vollgetanktes Starship, vom Delta V her gedacht, mit 100 Tonnen Nutzlast zum Mond fliegen und dort landen. Wenn es die 100 Tonnen Nutzlast am Mond lässt, kann es auch sehr gut wieder in einen niedrigen Mondorbit zurückfliegen. Da sind natürlich noch vorher viele technische Probleme zu lösen, aber das Grundproblem der Raumfahrt, mit jedes Gramm bei der Entwicklung zählen, wird das Starship vermutlich einfach nicht haben. Rein theoretisch reicht es auch, um die ISS in einen Mondorbit zu drücken, aber dazu hat Tony von Mondgeflüster ja ein Video gemacht. Und wie ist das mit Mars? Elon Musk will ja bekanntermaßen zum Mars. Mit den 6,9 Kilometer pro Sekunde könnten wir sehr gut 100 Tonnen Nutzlast zum Mars schicken und dort landen.
Der SpaceX-Plan für den Mars sieht ja vor, den Treibstoff am Mars herzustellen, damit man ihn nicht extra mitbringen muss. Wie das gelingen soll, dazu mache ich mit Roman ein Video. Freut euch schon mal drauf. 6,9 Kilometer pro Sekunde sind auch genug Delta V, um auf direktem Weg in einen Jupiter-Orbit zu kommen. Dafür bräuchte es grob 6,6 Kilometer pro Sekunde. 100 Tonnen Nutzlast in einem Jupiter-Orbit. Ja, und wie ist es mit Saturn? Dafür bräuchten wir grob 7,7 Kilometer pro Sekunde, also ein Tick zu viel. Wobei wir ja mit 100 Tonnen Nutzlast gerechnet haben. Wenn wir nur 50 Tonnen mitnehmen würden, was ja immer noch ein Vielfaches von dem ist, was wir in den letzten 60 Jahren ins äußere Sonnensystem geschickt haben, würde es unser Starship auch in einen Saturn-Orbit schaffen. Wir könnten aber auch einfach vorher einen Swing-by an Venus oder Mars machen, was uns dann einen Boost gibt. Warum der Vorbeiflug an Planeten einem Energie schenkt, das kläre ich in dem Video hier. Aber zurück zu Jupiter. Der gilt ja als heißer Kandidat für extraterrestrisches Leben im Sonnensystem. Besser gesagt seine kalten Monde. ESAs JUICE und NASAs Europa Clipper sollen genau hier forschen. Gerade die über 5 Tonnen schwere ESA-Sonde JUICE wird richtig geil. Da ist Europa definitiv Speerspitze. Wenn JUICE auf den eisigen Jupitermonden geilen Kram findet, wäre es doch klasse, wenn man dann im nächsten Schritt 100 Tonnen Nutzlast dorthin schicken könnte, um weiter zu forschen. Helikopter, U-Boote, denkt euch was aus. Oder einfach 100 Tonnen der geilsten Instrumente und Laborausstattung, die es auf der Erde zu kaufen gibt, in die fast 1000 Kubikmeter Starship-Nutzlastspitze stecken. Ich wette, die meisten Forschungsinstitute in Deutschland haben keine 100 Tonnen an Laborequipment rumstehen. Und stell dir jetzt mal weiter vor, man hätte so ein Nonplusultra-Labor am Jupiter. Nicht diese ultraleichten Spezialinstrumente aus der Raumfahrt, die ein Vermögen kosten und die eigentlich niemand außer den Entwicklern bedienen kann oder, ja, richtig kennt. Das hat übrigens auch die NASA erkannt. Während wir hier in Europa ja noch so tun, als ob das Starship ein Hirngespinst von Elon Musk ist, fängt die NASA immer mehr an, mit den Fähigkeiten des Starships zu planen. Dazu empfehle ich euch sehr einen TED-Talk der NASA-Planetenforscherin Jennifer Heldman. Hier meine eindrückliche Warnung: Wenn das Starship fliegt, werden alle noch konventionell geplanten Forschungsmissionen, ja, vielleicht die Aufmerksamkeit von Jugendforschprojekten bekommen, im Gegensatz zu all denjenigen, die ihre Missionen auf Starship-Fähigkeiten ausgelegt haben. Was für Experimente und Fertigungsverfahren würdest du denn in den Weltraum bringen, wenn Volumen und Gewicht keine Rolle mehr spielt? Schreib mir und den anderen doch gerne in den Kommentaren. Die beste Idee, die nenne ich dann mit deinem Namen in der nächsten Sendung. Die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Wir brechen wieder auf zum Mond, diesmal um zu bleiben, und wir sind endlich wieder selbstbewusst, weiter zu blicken und neue Horizonte zu erschließen. Wenn du diese spannenden Entwicklungen, die uns da erwarten, nicht verpassen magst, unbedingt Senkrechtstart abonnieren. Denn hier bekommst du ja jede Woche neuen Input und bist mit den Raumfahrt-News immer auf dem neuesten Stand. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.